Santat ist eine türkstämmige Mannheimer Lebensmittelmarke. Santat ist aus Sonne gereifte Produkte. Tat ist Geschmack, das heißt aus Anatolien sonnige Produkte hergebracht. Mein Vater 1964 als erster Gastarbeiter nach Mannheim gekommen. Ich lebe seit 45 Jahren hier in Mannheim. Für uns passt auch sehr gut für unseren geschäftlichen Bereich. Wir sind zentralisiert in Europa wegen Logistik. Ich bin der Gründer vorher mit Bagdad. Dann seit 1. Januar. Wir haben mit dem Sundat neue Marke aus Mannheim, eine Mannheimer Marke. Und meine Funktion Gründer und Gesellschafter und Geschäftsführer hier bei diesem Unternehmen. 80er Jahre war noch Arbeitskrise in Deutschland. Wir haben überlegt, für die türkische Bevölkerung hat es Lebensmittel gefehlt. Und mit dem alle Bruder so überlegt, wir können dann Lebensmittel hier holen. Erst einmal mit Einzelhandel. Danach haben wir gemerkt, das Interesse ist aufgeweckt, auch von anderen Einzelhandel. Erst einmal in Mannheim einen Großhandel gegründet, 1993. Dann wir haben versucht, in Türkei selber produzieren, weil wir könnten nicht einen Lieferant finden, so europäische Norm produzieren. Von hier aus bundesweit, danach ist europaweit eine Marke geworden. Ja. Erst mit Bagdad-Produkte. Weltweit liefern wir immer noch in Bagdad aus der Türkei. Seit letzten Jahren, wir haben überlegt, in Mannheim mit Sundat-Marke, eine Mannheimer Marke, also weltweit anbieten. Zur großen Bagdad-Gruppe gehören mit Sundat in Mannheim weltweit 14 Unternehmen mit rund 1.800 Mitarbeitern. Das aktuelle Sortiment umfasst 3.000 Produkte und ist in 52 Ländern erhältlich. Produziert und verkauft wird also weit über Mannheim hinaus. Produktionsstätte in Bursa, Gemlik, Türkei. Alle Rohstoffe werden aus den regionalen Gebieten bezogen und direkt vor Ort verarbeitet und verpackt. Sungurlu, Türkei. Hier werden hauptsächlich Hülsenfrüchte, Getreideprodukte und Knabberartikel verarbeitet und verpackt. Die Weizengrütze, bekannt unter dem Namen Bulgur, wird hier in eigenen Weizenmahlwerken hergestellt. Turgutlu, Türkei. Das Ziel hier ist es, die notwendigen Rohstoffe ohne Qualitätsverlust herzustellen. Deshalb wurde die Produktionsstätte in der rohstoffreichen Region in der Nähe der Hafenstadt Izmir gegründet. Bagdad in Buzeb, ebenfalls Türkei. Hier dreht sich alles um türkische Teigwaren und Spezialitäten, zum Beispiel Yufka oder gefüllte Maultaschen. Produktionsstätte Akhisar. Die Wirtschaft hier besteht hauptsächlich aus Landwirtschaft und Agrarindustrie. Der Olivenanbau hat hier den größten Anteil. Back Berlin GmbH. Von hier beliefert das Unternehmen Norddeutschland, Ostdeutschland und Osteuropa und ist somit der größte mediterrane Lebensmittellieferant für dieses Gebiet. Backfrisch Kehl und Backfrisch Straßburg, Frankreich. Durch Kühllager für Milch- und Fleischprodukte können Kunden aus ganz Europa beliefert werden und das ohne die Kühlkette zu unterbrechen. Großmarkt in Stuttgart. Hier hat Sundat seit 1996 Lagerräume, verkauft und liefert nach Baden-Württemberg, Bayern, Österreich und die Schweiz. Auch in den USA ist das Unternehmen vertreten, genauer genommen in New York. Doch das Herz von Sundat schlägt in Mannheim. Hier ist das Unternehmen zu Hause. Im obersten Stock der Zentrale sitzt die Geschäftsführung. Hier kümmert sich Mustafa Baklan um Kunden und natürlich auch um seine Mitarbeiter. Die Tür des Büros steht immer offen. Genau daneben befindet sich die Buchhaltung. Über die Zahlen wacht Petra Mielke und ihr Team. Ich bin die kaufmännische Leiterin der Firmengruppe und verantwortlich mit meinem Team hier in Mannheim für alles Kaufmännische, was in der Firmengruppe anfällt, wie Finanzierung, Liquiditätsplanung, Planung, Jahresabschlusserstellung, die Unternehmenszahlen erstellen. Für mich ist am Morgen das Wichtigste, erstmal alle Kontenstände aller Firmen zu checken und zu schauen, ob da noch alles in Ordnung ist. Und dann schaue ich mir die einzelnen Firmen im System an,
was gemacht wurde, wie die Umsätze waren. Die Kollegen buchen die Banken der Firmen jeden Morgen, verarbeiten die Rechnungen. Wir haben Dokumentenmanagement, leiten die an die zuständigen Kollegen zur Genehmigung weiter. Dann zur Zahlungsfreigabe, die machen das Mahnwesen. Im mittleren Stock Verkauf und Vertrieb. Hier dreht sich alles um die Kontaktaufnahme zu potenziellen Kunden, das Erstellen von Angeboten und natürlich das Herbeiführen des Kauferfolges. Ich bin der Vertriebschef, also ich bin zuständig für den gesamt deutsche LEH. Verkauf, organisieren und gleichzeitig die Jahresgespräche führen und Regionalzentrale besuchen und Kontakt immer frisch halten. Und unsere die tägliche Arbeit hier, nicht nur die neue Kunde, sondern die bestehende Kunde uns auch beschäftigen. Bundesweit haben wir den 8000 Outlet, wo wir täglich mit denen zu tun haben. Und gleichzeitig Regionalzentrale und auch den Jahresgespräche und den Einkäufer ständig im Kontakt bleiben. Zu guter Letzt der unterste Stock, das Lager. Auf 15.000 Quadratmetern verteilen sich rund 25.000 Produktpaletten. Ein gut strukturiertes Team ist hier ein absolutes Muss. Ben Suntaş şirketinde çalışıyorum. Sabah 7'de iş başı yapıyorum. 7'de direkt olarak pick listeyi alıyoruz bürodan, müşteriden gelen listeleri. Ondan sonra listelere bakıyoruz. Arbeit bu Festplastların hepsini dolaşıyoruz. Tek tek müşterilerin istediklerini hazırlıyoruz. Ondan sonra folye ile sarıyoruz. Ondan sonra kontrole götürüyoruz. Kontrol olduktan sonra ondan sonra transporter oluyor. Yani kamyonlara yüklenip müşterilere direkt gidiyor saatinde. 5 yıldır burada çalışıyorum ben. Burada evet çalışmak benim hoşuma gidiyor. Suntalk grubunun içerisinde olmak benim hoşuma gidiyor. Arkadaşça bir çalışma ortamı var burada. Hepimiz çok güzel bir şekilde aile gibi çalışıyoruz burada. Büyük zamanımızın çoğu burada geçiyor. Suntalk grubu içerisinde. Evet, zevkle çalışıyoruz. Eins wird bei Suntat groß geschrieben, Nachhaltigkeit. Deshalb ist die Zentrale in Mannheim seit 2011 mit 2800 Photovoltaikanlagen ausgestattet. 750 Kilowattstunden werden erzeugt, das entspricht etwa 285 Vier-Personen-Haushalten. Suntat versorgt sich also komplett selbst mit Strom. Alles in allem ist Suntat aus Mannheim nicht mehr wegzudenken und wird sich auch zukünftig mit neuen Produkten und deren Verbrauchern auseinandersetzen. Eine neue Sonnenmarke aus Mannheim geht in die Welt. Suntat.